Er sucht die Unbeugsamen, die sich noch nicht im Prinzip wachsen oder weichen unterworfen haben. Der Allgäuer Christian Heumader ist Fotograf. Seine Motive? Die Land- und Forstwirtschaft in seiner Heimat. Beinahe wäre er selbst Bauer geworden, doch das Schicksal wollte es anders. Wir treffen ihn zu einem Rendezvous auf dem grünen Teppich. Ich bin vom Beruf Fotograf und versuche, das zu dokumentieren, was möglicherweise in den nächsten Jahrzehnten im Verschwinden ist. Wir erleben ja in der Landwirtschaft eine Entwicklung unter dem Motto Wachse oder Weiche. Das heißt, die kleinen Betriebe verschwinden, die großen Betriebe werden immer größer. Aber Gott sei Dank gibt es ja nach wie vor Bauern, die sich gegen diese Entwicklung stemmen. Mir geht es darum, für diese Menschen eine Öffentlichkeit zu schaffen und auch ein Denkmal zu setzen. Ich bin der Christian Heumader, bin im Allgäu geboren, in einem kleinen Dorf in Niedersonthofen im Jahre 1953 und wohne jetzt seit 20 Jahren in Bad Hindelang, im Ortsteil Vorderhindelang. Vorderhindelang war einmal ein richtiges Bauerndorf mit über 40 Bauernhöfen. Es sind jetzt nur zwei Milchviehbetriebe übrig und zwei, die Jungvieh im Stall haben und ein Schafbauer, das ist alles, was übrig geblieben ist. Aber ich habe dieses Tal sehr lieb gewonnen. Ich habe Fotografie gelernt 1977-78. Gleichzeitig habe ich mich im Sommer immer auf der Alp rumgetrieben. Meine ganze Energie und Begeisterung war einfach auf der Alp und bei den Viechern. Ja, also mein Vater, der Erich Heumader, Dr. Erich Heumader, war Landarzt. Meine Mutter hat ebenfalls einen Doktortitel gehabt. Das war die Dr. Elisabeth Heumader. Und die wollten halt unbedingt, dass ich auch studiere und einen akademischen Beruf irgendwann einmal ausübe. Der Vater war ein Patriarch im alten Stil. Und alle haben sich ihm gefügt. Ich war eher ein bisschen schüchtern. Also gegen den Vater aufbegehren, das hätte ich auch, da hätte ich gar nicht den Mut gehabt. Ich habe mich dann fürs Medizinstudium beworben, weil mein Vater Landarzt war und das gerne gesehen hätte, wenn ich da weitergemacht hätte. Herbst 80 bin ich nachher nach München und habe da gestartet. Das war schon eine Ernüchterung für mich. Also ein unheimlich trockenes Studium und so die Vorbereitung auf eine Art Medizin, die ich mir auch gar nicht vorstellen können. Also das war für mich irgendwie Medizintechnik, aber nicht Umgang mit Menschen. Ich habe das Physikum sogar noch gemacht, aber dann war der Punkt, wo mir vollkommen klar war, also das ist es nicht und das wird es nie. Und ich muss jetzt irgendwas anderes machen. Ich wollte unbedingt wieder zurück auf die Alp. Ich wollte in der Natur sein. Ich wollte irgendwas mit Natur machen. Unter Umständen auch mit Viechern machen. Das Studium habe ich hingeschmissen, bin zurück ins Allgäu und das war der ganz klare Bruch mit meinem Vater. Der Vater hat mich damals vor die Tür gesetzt, hat gesagt, ab jetzt bist du für dein Leben selber verantwortlich, mach was draus. Wir haben nichts mehr miteinander zu tun. Es war dann auch wirklich jahrelang zwischen uns Funkstille. Im Sommer war ich auf der Alp und im Winter habe ich mich mit irgendwelchen Jobs durchgeschlagen. Also, einen Winter habe ich Schnee geräumt für ein Hotel. Einen Winter war ich Hausmeister. Dann wieder im Holz und alle möglichen zur Zschöpple halt.
Mich hat es zum Fotografieren gezogen, mich hat es zur Landwirtschaft gezogen, aber ich habe die Zeit braucht, damit ich meinen Weg finde. Landwirtschaft beschäftigt mich im Grunde von Kindesbeinen an. Ich habe das Glück gehabt, dass ich in einem Dorf aufwachsen durfte, in einem richtigen Bauerndorf, Niedersonthofen. Die Freiheit, die wir damals genossen haben, in meiner Erinnerung war das ein Paradies. Das ist das Haus, in dem ich geboren und aufgewachsen bin. Das ist Bruder und ich. Die Landwirtschaft war für uns Kinder natürlich auch immer unheimlich spannend. Es gab ganz viele, die haben so zwischen 5 und 10 Kühe gehabt und konnten davon leben. Ganz am Anfang sind die noch mit Resser gefahren, das weiß ich noch. Damals haben noch ganz viele Bauern eigene Stiere gehalten. Und wenn ein Stier eine Kuh deckt hat, das war für uns halt natürlich auch immer, da ist man hier und hat da zugeschaut. Das ist mein ältester Freund, der Hermann Siegel. Das ist Bruder und ich. Und dann hat der Hermann Siegel und der Schmied Werner. Wir vier waren so eine ganz verschworene Truppe und haben ganz viel miteinander unternommen. Wir sind direkt nebeneinander aufgewachsen. Wir kennen uns praktisch, kann man fast sagen, von Geburt an schon. Der Christian ist ja recht ein Lausbubwehr, wie wir alle waren. Aber das war einfach normal. Man hat frisch gefangen als Wetteransage. Aber es hat nicht funktioniert. Wir haben Baumhütte gebaut. Und wir waren aber sehr gern bei den Bauern. Bei uns in der Nachbarschaft gab es einen Bauernhof, den 3 alte Leute geführt haben, 3 Geschwisterige. Und wir haben da immer so ein bisschen mitschaffen dürfen. Die Hände austreiben oder wenn das Vieh gekommen ist, sind wir irgendwo mit am Stärken gestanden. Und dass die den richtigen Weg nehmen. Jedes Viech hat seinen Namen gehabt. Das waren, wenn man das so will, Persönlichkeiten. Und die Viecher sind jeden Tag sind die geputzt worden, gestriegelt worden. Liebevoll, wirklich liebevoll, muss man sagen, sind sie mit denen umgegangen. Ja. Das, was ich als Kind da erlebt habe, das ist das Bild von Landwirtschaft, wo ich mir denke, das wäre es eigentlich. Natürlich versuche ich das auch in meine Bilder zu zeigen. Es gibt schon noch Bauern, die so in diesem Sinne umgehen mit dem Ganzen. Wir sind da bei der Resel Müller auf einem kleinen Hof in der Nähe von Sonthof. Ein Hof mit 7 Kühen und ein paar Stückchen Jungvieh. Das Vieh ist im Sommer alles auf der Alp und im Winter ist es jetzt im Stall. Ich finde es ganz gut, dass das der Christian macht, weil noch kann man das einmal festhalten, was unsere Generation später einmal vielleicht gar nicht mehr weiß, wie es ist oder dass einmal sieht, wie es vorher war. Ich war ein verträumtes Kind. Ich habe manchmal stundenlang irgendwo sitzen können und bloß irgendwas anschauen. Irgendwie wie die Sonne in einen Baum reinscheint und die Blätter sich bewegen. Und für mich war das irgendwie ein Spektakel, was da ist mit den Licht und Schatten und was da alles passiert. 1976 habe ich das irgendwie mitgekriegt, dass es in München eine Fotoschule gibt. Die Fotoschule hatte den schönen Namen Bayerische Staatslehranstalt für Fotografie. Und das waren 2 ganz tolle Jahre für mich. Da habe ich also erstens wahnsinnig viel gelernt und zweitens einfach was gemacht, was mich begeistert hat. War eine wilde Zeit. Wir sind ja sehr auf Architektur und Werbung und inszenierte Fotografie geschult worden. Was mich damals schon angezogen hätte, wäre Fotodokumentation gewesen. Menschen bei der Arbeit fotografieren. So was gab es damals nicht. Wir sind da bei Rädlers im Ortsteil Riedler. Und gehen jetzt in den Stall. Zum Michel, das ist der Vater, und zum Georg, das ist der Sohn. Die bewirtschaften den Hof.
bin der Meinung, dass der Anwendestall in Kleinbetrieben das Sinnvollere ist als wie der Laufstall. Wenn die im Stall sind, dann haben die ihren festen Platz, weil die wissen genau, dir tut mir nichts, dir tut mir nichts. In dem Moment, wo die da steht, ist die Kuh entspannt. Es ist natürlich vollkommen klar, dass sowas nur dann gut funktioniert, wenn die Dreher, sobald das erste Gras auf der Wiese steht, großtrieben werden, was ja dann das ganz Normale ist. Ich finde es eigentlich schon wichtig, dass ihr Christian der Lieder ein bisschen beibringt, zum Beispiel, dass ihr jetzt Anbindehaltung oder die sogenannte Kombinationshaltung nicht nur schlecht ist. Das schwätzt einfach viel Lied mit und viele wissen, glaube ich, Details, die genau um was es immer geht und so. Die Landwirtschaft hat mich immer interessiert, aber die Alpwirtschaft habe ich eigentlich erst entdeckt, wo ich so 18, 19 Jahre alt war. Das ist die Alpe Ornach. Da war ich ab 1977. Das war mir die liebste Alp. Ja, die Alpzeit, das war dann irgendwann wie eine Sucht. Also ja, jetzt früher bloß darauf gewartet, dass der Sommer kommt und dass es wieder losgeht. Ich habe während dieser Alpzeit einfach immer wieder ganz tolle Leute kennengelernt. Da sind also Freundschaften entstanden, die bis heute fortdauern. Ich fand das wahnsinnig toll, so diesen Umgang mit dem Vieh, dann das in der Natur sein. Das hat mir immer gefallen, gefällt mir heute noch. Das hat mich natürlich beeinflusst. Bis heute hat mich das beeinflusst und auch meine Arbeit. Im Sommer habe ich einen Otto Weibel besucht, den Gunzasriert. Ein kleiner Bergbauernbetrieb. Ich mag gern Menschen, die so was Unverstelltes sind. Die Zeit von Mitte 70 bis Ende der 80er Jahre war für mich eine schwierige Zeit und vor allem eine Zeit, wo ich nicht wusste, wie ich mich orientieren soll und wo die Reise hingeht. Und dann kam der Augenblick, wo ich Andrea kennengelernt habe. Witzigerweise war das auf der Alp, wo mein Freund Michel war. Und da war irgendwann eine junge Dame da, die mir ganz gut gefallen hat. Dann kam raus, das ist seine Schwester. Er hat so einen Funkel in den Augen gehabt und ja, irgendwie hat er mich interessiert. Gleich beim ersten Blick. Ich heiße Andrea Schmuck. Ich war zu der Zeit in Hamburg. Ich war da Teilhaberin von einer kleinen Unternehmensberatung und das lief gut. Ich fand es einfach enorm, wie sie ihren Alltag organisiert. Ich war damals schon einer von der chaotischen Sorte ein bisschen. Einerseits fand ich, war er einfach ein gestandenes Mannsbild. Und gleichzeitig ein Suchender und auf eine bestimmte Art unfertig. Und das hat mir gut gefallen, so dieses Schillernd. Für mich war es schillernd. Was mich schon mal restlos fasziniert hat, dass sie sozusagen da die Initiative ergriffen hat. Ich hatte es eigentlich immer bloß andersrum kennt, dass ich hinter irgendeiner Frau her war und meistens hat man sich aber einen Korb geholt, aber dass es auch mal so rumläuft, das war schon mal sehr erstaunlich. Ich habe da gar nicht überlegt, sondern das war einfach, der Mann hat mich angezogen und diesem Gefühl bin ich gefolgt. So. Was neu war, war dieses Riesenherzklopfen, das ich dabei gehabt habe. Für mich war sie halt, und ist immer noch eine schöne Frau. Ja, klar. Jahreswechsel 91-92 haben wir gesagt, so, die Wette gilt, jetzt wird's ernst. Und dann im Frühjahr, glaube ich, hat der Christian mich schon gefragt, ob wir heiraten sollen. Und ich war überrascht, aber er war da sehr hartnäckig und ich dachte, ja, fühlt sich gut an, warum nicht?
Nachdem klar war, dass wir jetzt ein Paar sind, hat das gar nicht lang gedauert. Und er hat mir von seinem Traum erzählt. Da sehen wir Stoffels Nummer 9, wo ich lange Zeit in Miete war. Das war ein sehr altes Holzhaus. Und dann 1992 ist dieses Ganze zum Verkauf gekommen. Da haben wir Stoffels gekauft. Also zwei Drittel hat halt der Bank gehört, ein Drittel hat uns gehört. So. Er hat da wirklich fast 10 Jahre dran hinrenoviert. Das war ein neues Dach, neue Grundmauern. Der ganze Wohnbereich wurde saniert, ein gescheites Bad eingebaut, eine Heizung. Es war vorher alles schwierig. Ja, und Christians Traum war, eigene Viecher haben. Kleinlandwirtschaft, das wollte ich so machen. Und schon nebenher auch fotografieren, aber eben das Haupteinkommen wäre schon das Landwirtschaftliche gewesen. Ja, da sind wir jetzt in Stoffels. Aber das Haus in Stoffels, da möchte ich noch mal hin. Ein Bruder von Andrea lebt in Berlin, hat damals geheiratet. Wir waren auf der Hochzeit eingeladen. Und am Morgen der Hochzeit kriege ich einen Anruf aus Niedersundhofen, das Haus, unser Haus brennt. Und dann sind wir ins Auto gestürzt, ins Allgäu gefahren. Ja, es war halt langes Bangen. Was erwartet uns wohl? Und es war ganz schön herbe, was uns erwartet hat. Ja. Der Christian ist zunächst im Auto sitzen geblieben und hat auf dieses Haus gestarrt. Im Einzelnen weiß ich es nicht mehr, aber meine Brüder und ich, glaube, wir haben dann den Christian da begleitet. Und das war echt schlimm. Ja, da war für mich erstmal die Welt fertig. Weil das war schade jetzt. Ja, das war's jetzt wahrscheinlich mit dem Traum. Die Hälfte hat der Brand zerstört und den Rest das Löschwasser. Es war einfach eine Ruine. Sachverständige haben festgestellt, dass ein defekter Kühlschrank zu einem Kabelbrand geführt hat und der hat diesen Brand ausgelöst. Wir haben nach wie vor Schulden gehabt. Andrea war erschöpft, die war auch fertig von der jahrelangen Umbauerei. Wir haben das Gefühl gehabt, das schaffen wir jetzt einfach noch mal. Die Entscheidung war, wir verkaufen das jetzt. Ich habe mir gedacht, ich muss jetzt da erst einmal weg und bin dann Richtung Südtirol, Gardasee gelaufen. Ich wollte einfach am freien Kopf kriegen. Ich war 2,5 Monate auf der Strecke. Und wo ich zurückgekommen bin, war ich immerhin so weit, dass ich mir gedacht habe, ja, jetzt, was auf jeden Fall weitermachen kannst, ist die Fotografie. Meine Frau und ich, wir sind hier in Händelang ganz warmherzig aufgenommen worden. Das war ein schönes Ankommen da nach dem Brand in Stoffels. Aufwärts gegangen mit mir, so richtig ist es wirklich mit dem ersten Buchprojekt Handwerk. Das war mit dem Josef Schmid, ein Kunstmaler, der aber auch Mundart-Texte verfasst hat. Der hat sich meine Bilder angeschaut und dann hat er dort Texte dazu verfasst. Dieses Verschwinden der Berufe, verschwindende Lebensformen, alles, was da dazu gehört, das ist was, was mich sehr beschäftigt hat seit Jahrzehnten. Das, glaube ich, ist eigentlich das Wertvollste, was man mit Fotografie umsetzen kann, diese Dinge festhalten, damit auch eine zukünftige Generation wenigstens eine Ahnung bekommt, was da mal war. Allein die Werkstätten waren schon wie ein Wunder für mich, also unglaublich. Also es war wie eine Zeitreise zurück ins letzte Jahrhundert. So, wir sind da bei Wachtersotto in Bruck, Ortsteil Bruck.
Der Otto, das ist das, was man im Allgäu einen Mechler nennt. Ein Mechler ist einer, der eigentlich alles macht und alles kann. So, Otto, grüß dich Gott. Was gibt denn das? Das gibt Bergstöckerspitz. Für, ja. Überwiegend für Jäger. Also Haselnuss, Stärke und das wird dann der Spitz. Und das wird der Spitz. Was machst jetzt du als? Mit was kann man zu dir kommen? Ja, mit fast allem. Ja, mit fast allem. Ich sag ja, vom Kinderwagen bis zum Mischbreiter, alles wird gemacht. Das ist ja so. Ja. Ja. Mir ist inzwischen vollkommen klar, wenn ich weg wäre von Stoffel, hätte ich wahrscheinlich nie so ernsthaft wieder mit der Fotografie angefangen. Es wäre nie ein Bücher veröffentlicht worden. Das Interessante an dem Buch Stadl und Schinde war, dass es im Hindelanger Gemeindegebiet noch viele Städel wie Schinden gibt. Die Schinde ist im Prinzip das gleiche wie ein Stadl, aber eben aus ganzen Balken, sozusagen ein Blockwerkbau. Zwei Drittel von denen sind inzwischen in einem schlechten Zustand und ein Drittel sind eigentlich einsturzgefährdet. Von Denkmalpflegern und von Architekten habe ich ganz erstaunliche Rückmeldungen gekriegt, dass ich weitermachen soll. Das war natürlich ein unglaublicher Ansporn für mich. Und dann bin ich auf das Thema Holz gekommen, also die Waldarbeit. Vor ein paar Jahren war ich mit dem Franz Meyer und dem Weibelsepp nochmal im Holz. Und da haben die mir gezeigt, wie man mit altem Handwerkszeug früher einen Baum umgesägt hat. Franz Meyer war damals schon 86 Jahre alt, der Weibelsepp 65. Die Freude, die die haben, wenn sie das nochmal so probieren können, ob es noch geht. Ja, ist schön, ist richtig toll. Inzwischen ist ja alles hochtechnisiert und es gibt riesige Maschinen, die die Baumstämme packen, absägen, entasten, schälen, alles, zack, bumm. Also das Naturschonendere waren sicher die alten Arbeitspraktiken. Es gibt heute noch ein paar ganz wenige, die mit dem Pferd Holz strecken, mit dem Ross. Da sehen wir jetzt Hagebähne, das ist ein junger Holzer. Das ist ein Kalbblätter, mit dem man arbeitet, also ein Oberländerross. Ein schweres Ross natürlich, weil sonst hätte es ja die Baumstämme gar nicht verziehen. Das ist ein Bezium. Das ist wie ein Kollege. Man ist mit dem Pferd halt viel flexibler als mit der Maschine. Man braucht nicht überall Rückegassen. Viel weniger Bodenverdichtung. Also es ist nicht nur Nostalgie, es hat schon seine Berechtigung. Ja, wir hoffen beide, dass sich das wieder ein bisschen durchsetzt, gell? Ja, die nächste Generation will ja auch noch einen Wald. Ja. Und nicht bloß ein Klump. Letztlich geht es darum, ob es gelingt, dieses Landschaftsbild in dieser Vielfalt zu erhalten. Dieses Kleinstrukturierte und auch die Bewirtschaftung von Steilwiesen, von ungünstigen Lagen. Und da gehört eben viel Idealismus dazu, diese Arbeit weiterzumachen. Mein nächstes Buchprojekt waren wechseln die Bergbauern. Letzten Sommer habe ich einen Besuch gemacht, in der Nähe von Oberstaufen.
Das Widersprüchliche an der Landwirtschaftspolitik ist ja, dass sie einerseits immer behauptet, sie will die Familienbetriebe erhalten und auf der anderen Seite genau die Familienbetriebe, also das heißt Betriebe in der Größenordnung zwischen 10 Kühen und 50 Kühen, laufend wegrationalisieren. Wir fahren jetzt zur Familie Hertz. Das ist die Alpe Hompessen. Der Betrieb ist in einer Größe, wo das Landwirtschaftsamt schon lange sagt, solche Betriebe sind nicht mehr rentabel, sind nicht mehr zukunftsfähig. Er beweist, dass das Gegenteil möglich ist. Ho, 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 ho. Der Xaver Hertz hat 25 Kühe und züchtet schon seit langen Jahren auf die Original-Allgäuer Braunen zurück, weil er einfach sagt, das ist die ideale Zweinutzungsrasse. Da hat man sowohl an Milch wie an Fleisch. Die Familie Hertz hat einen ganz tollen Umgang mit dem Vieh. Das merkt man sofort. Die Viecher gehen gern in den Stall und denen ist es einfach wohl. Außerdem ist es dem Xaver ein großes Anliegen, dass die Kühe eben Hörner tragen. Also, wenn ich die Horn wegmachen müsste, dann würde ich vorher aufhören. Das Argument ist immer, die Hörner müssen weg, weil es Gefährdung für den Menschen sind. So ist gut. Der Xaver ist der Beweis dafür, dass das als ein blödes Geschwätz ist. Wenn man mit den Viechern bestens umgeht, nachher geht es auch mit den Horn bestens. Ein bisschen ein paar Bilder machen. Thomas. So, grüß Gott miteinander. Direkt neben am Stall ist eine Sennerei. Da käst der Bruder von Xaver Hertz, der Thomas Hertz, und verarbeitet komplett die ganze Milch zu Butter und Käse. Und davon kann diese Familie tatsächlich leben. Das finde ich jetzt persönlich eigentlich das Tollste überhaupt. Weil da sehe ich dann wirklich auch eine Zukunft, also wo es vielleicht hingehen könnte, dass die Landwirtschaft überhaupt wieder das mehr in die eigene Hand nimmt, die Vermarktung von dem, was sie herstellen. Das wäre jetzt für mich das Schönste, was ich mit meiner Arbeit bewirken könnte, wenn das dazu führt, dass einige Junge sagen, ich mach doch weiter. Also mein Gefühl, er ist angekommen. Er ist angekommen in dem, wofür er brennt. Die Leidenschaft hier für Land und Leute und die Begabung mit der Fotografie. Da hat sich jetzt für mich wirklich so ein Kreis geschlossen. Da habe ich was gefunden, was ich eigentlich ein Leben lang gesucht habe. Und es hat halt bei mir ein paar Jahrzehnte gedauert, aber jetzt habe ich es. Unseren YouTube-Channel könnt ihr auch abonnieren, aber schaut vor allem auch in die BR-Mediathek. Da bekommt ihr noch mehr Videos und Sendungen von Unser Land und einiges mehr.